Und da sind wir wieder bei Bioshock Infinite. Ja, Elisabeth guckt ein bisschen angesäuert. Ist ihr nicht zu verdenken. Sie hat erfahren, dass da ihre Mutter, beziehungsweise ihre vermeintliche Mutter, sie da in den Turm gesperrt hat. Und ja, wir haben sie ja auch mehr oder weniger betrogen und wollten sie dann doch nicht nach Paris bringen. Steigst du bitte ein? Aber halt ohne dich. Ja. Das ging schnell, Fräulein. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Geld. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum, seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Okay, also das sind Stellen, die irgendwie die Geschäftsleitung nie irgendwie sehen sollte. Nein, ich lasse es jetzt klingeln. Weißt du, also da kommt nie was Gutes bei raus, wenn man ans Telefon geht. Weil da kommen nur immer so Leute dran und sagen, irgendwie mein Drucker druckt nicht. Und dann fragst du irgendwie nach, ob das Ding überhaupt an ist. Dann sagen sie ja, dann fragst du noch nach, ob der Stecker drin ist und dann sagen sie nein. Also, ja gut. Aber wie, da ist jetzt irgendwie so ein Typ Hallo? Dran. Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Tja, der Mann hat ein Ego. Ja. Oder er muss irgendwas kompensieren. Ich schätze mal, er muss was kompensieren. Du weißt, was ich meine, Lissi, oder? Ja, ich glaube, du weißt es. Du guckst gerade so, als würdest du es wissen. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Ja, kann ich mir schon vorstellen, was das für Preise sind. Ladies first. Bitte? Lissi? Komm. Ach, dann halt nicht. Immer einmal hier Gentleman sein und dann... Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Ja. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Hä? Ich hab mich nicht beworben! Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Nein. Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen Kohlentransport. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Startgebot 20 Minuten. 15 Minuten. 15 Minuten. Der bietet 40 Euro. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Warte mal, ich bin gerade hier am gucken, was hier abgeht. 8 Minuten sind geboten. 7,5. 7,5 Minuten. 6 Minuten. 15 Sekunden. 6 Minuten. 5. 5 Minuten 50. Ich schaff's in 55. 5,50. Ich sagte 5,50. Jemand unter 5,50. Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Na toll. Nötig wird ein Rohrleger.
Ja, da wird ein Rohrleger gesucht. Ja. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Okay, also die bieten also hoch. Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Die bieten also im Prinzip, wer am schnellsten die Arbeit erledigt. Irgendwie krank. So, nee, Lissi, wir gehen erstmal woanders hin. Wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen erkunden. Macht schön eure Arbeit. Esst euer Essen. Und geht schlafen, Sie, ihre Frau. Einfachheit ist Schönheit. Karabiner voll, okay. Ist da was? Hier ist etwas Geld. Hier. Jupp, danke. Vielen Dank. Noch was gefunden? Nee. Anscheinend nicht. Oh, was ist mit ihm hier passiert? Ah. Aber ganz böse Musik. Du genießt hier irgendwie die Aussicht. Ich habe gedacht, die dürfen keine Pause machen. Kannst du dir das mal ansehen? Mal sehen. Bitteschön. Ja, Moment. Ich muss hier gerade... Will halt nicht da das, den Alkohol nehmen, weil das gibt ja hier minus... Salze. Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Oh ja. Dann müssen wir also das Codebuch finden. Ja. Ich hab gedacht, du hättest das. Das in den Goodtime Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Goodtime Club? Wo ist der denn? Revolver Munition. Ja, da gehen wir mal gucken, wo dieser Club da ist. Ah, Goodtime Club, da, direkt da vorne. Mal gucken, ob wir da überhaupt hin dürfen. Wollt ihr wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Streichen, sagen sie. Legt die Arbeit nieder, sagen sie. Ich sage euch, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Ich frage euch, wo werden sie halt in der Tat halten? So, noch wer ohne Fahrschein? Das kommt davon, wenn man da in den Club gehen will. Hier, gut aufheben. Ja. Hier. Yep, danke. Schön. Danke, ja. Die habe ich jetzt auch gebraucht.
Okay, das Ding ist kaputt. Das sind Anarchistenworte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Genosse des Mangels und der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Da ist lauter nichts. Ja, ach so, wir wollten ja eigentlich hier in den Club rein. Beziehungsweise erst noch hier gucken. Ach nee, da ist auch noch nichts Neues dabei. Können wir Medizinkits nehmen? Oh, fuck. Ja. Da haben wir, glaube ich, gerade eine gammelige Banane gegessen. Ja, hier fauler Apfel. In Ordnung. Ah, Musik. Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Mach doch mal auf. Ach, Schuhkarton. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in den Club. Booker DeWitt Audition. Today. Ja, super. Columbia sucht den Super DeWitt, glaube ich. Ist sie? Ach. So, dann gehen wir mal gucken, was da in dem Club los ist. Komm wieder, wenn Showtime ist! Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wir sollten wohl später wiederkommen. Ja, super. Ja, ja, komm, machen wir ja dann irgendwie, irgendwann. Aber erstmal wollte ich mich hier umgucken. Crime comes to Shantytown. Und schauen wir mal. Ja, es ist doch klar, dass da die Arbeiterschaft rebelliert, wenn sie kein Geld kriegt. Da würde ich auch rebellieren. So, also hier werden wir wohl dann tatsächlich erst später reingehen müssen. Aber ein Codebuch hast du immer noch nicht gesehen, Lissy, oder? Geheimkasten untersuchen. Das hat zwar nichts gesagt, aber... Dann verlassen wir den. So, das heißt, wir sollten dann gegebenenfalls tatsächlich mal zu unserem Waffenfutzel hier gehen. Guten Abend. Es ist niemand hier.
Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Klingt natürlich nicht sonderlich vertrauenserweckend. Ich glaube, wir bleiben da wirklich lieber für uns alleine, oder? So, nee, hier bei den... Was ist denn hier eigentlich passiert? Niemand schmeißt doch hier so Schrotpatronen durch die Gegend. Ist doch teuer, das Zeug. Oh, Chenlins Werkstatt. Hallo. Hier jemand da? Oh ne, da unten ist warm. Oh. Da war nix. Schrotflintenmunition, ja, ja. Okay, hier war nix. Kann ich nur die Salze nehmen, aber das lohnt sich nicht. Missy, geh mal weg. Haben wir hier noch was? Nö. Drüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhi-Baum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Jupp. Das glaube ich auch. Aber der werte Comstock ist ja nicht hier und, ja. Hallo? Hallo? Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Da weint doch wer. Wer weint da? Haben Sie das? Unten ist jemand. Unten? Ich komm doch von unten. Hier noch irgendwas? So, die gute Frau muss sich jetzt erstmal etwas gedulden. Hier liegt nämlich überall Kram zum Looten rum. Okay, dann dackeln wir mal runter. Ach, hier, jetzt. Hallo. Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? Im Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ja, da, wo wir schon eben waren. Wo ist dieser Club? Luca, wir finden ihn. Ja, ja, genau. Lassen Sie sie. Ja, ja. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Ja, da waren wir eben schon. Also, das brauchen wir nicht noch rauszufinden. Das wissen wir. Pilgerin, sie lebt, um Unruhe zu stiften. Hütet euch vor der Hyäne. Am Ende lässt sie euch nicht... Handyman, Achtung! Wo? Yeah.
ja. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Ja. Ich versuche es. Beim Schießen haben Leo-Clips auf automatisch zu füllen, ohne nachzuladen. Mhm. Ach, das, ich glaube, wir nehmen das da, das ist dann doch. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Ja, Job ist Job. Da sagst du was. So, ich bräuchte jetzt aber wieder. Tja. Etwas Munition. Ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Voran. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Whisky, Frauen und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Ja, ich bräuchte eigentlich Munition. Aber jetzt finde ich natürlich hier keinen Shop. Okay, na dann gehen wir einfach mal. Oh, da unten, doch, da unten gibt es einen Shop. Gesundheitskit, nee, wir brauchen Schrotflinte. Blub, blub. So. Und dann müssen wir wieder in unseren komischen Club da rein. Aber zuerst mal gucken wir noch, was hier in der Kiste ist. Ne, da ist nichts drin. Hast du was gefunden, Lissy? Ne, Lissy hat auch nichts gefunden. Okay. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lin finden. Und nenn mich bitte Booker. Ja. Das heißt, wir betreten jetzt den Good Time Club mal wieder. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht direkt hier die Feinde auf uns lauern. Denn wir müssen eigentlich auch wieder mit der Folge... Ja, die Folge eigentlich so weit beenden. Ja, also die Show beginnt in Kürze. Für mich heißt das, die beginnt dann erst in der nächsten Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann!